Folge Nummer 50 von Oxygen Not Included. Wir hatten letztes Mal geguckt, wo hier der kleine Mann da am Schlafen sein sollte. Dieser hier, da müssen wir mal gucken, wem ist das denn zugewiesen? Otto ist das zugewiesen. Das heißt, wir machen Otto doch einfach mal hier hin, oder? Und dann ist das doch weg und dann hier oben gab es noch mehr Sauerstoff, oder? Das ist doch viel besser. Vielleicht sollten wir das hier gucken, aber ich glaube, das war nicht zugewiesen, ne? Oder? Nee, das ist nicht zugewiesen. Also die schlafen jetzt hier und da. Wie sieht es da mit Sauerstoff aus? Einigermaßen gut. Dann passt das doch erstmal. Dann kann Otto sich auch ordentlich ausruhen. So, letztes Mal Wasser hatten wir hier. Das läuft immer noch. Okay, da müssen wir dann weiter dran arbeiten, dass wir das alles aufgewischt kriegen. Die sind hier am Ernten. Auch da wird sogar Eis gekühlt. Sehr interessant. Wie sieht es denn hier oben aus? Okay, die Baumaßnahmen sind da natürlich auch noch alle da. Das Teil ist jetzt da raus. Können wir noch einen von diesen Dingern machen? Ich glaube nicht, ne? Drecklet. Ne, war Drecklet, war Pockepanzer, ist das? Und was war dahinter? Da war nichts, oder? Ne, da ist nur die Eierschale, alles klar. Also das ist noch nicht da. Der wird jetzt hier schön gepflegt. Das passt dann schon mal. Hier sind so zwei Sachen, die können wir mal gerade weggraben. Weil das da sieht jetzt auch nicht jeder. Was ist das überhaupt für eine Pflanze da drin? Balsamilie. Die wächst nicht, weil Temperatur ist wahrscheinlich passend, aber... Chlorgas fehlt hier wahrscheinlich dann, ne? Das wir nur da haben. Ja, müsste man aufmachen, um das dann da haben zu können. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel, weil das Chlorgas brauchen wir sonst nicht. So, hier wird jetzt gegessen auf jeden Fall. Da geht einer auf Toilette. Kompost läuft. Strom wird da produziert. Der ist Strom drinne. Hier läuft jemand sogar, damit das hier alles läuft. Das ist alles zu. Was holen wir jetzt hier raus gerade eigentlich? Alle Gase und verschmutzter Sauerstoff, der nach da geht, ne, oder? Damit das... Warte, lass uns mal gerade in Lüftung gucken. Ja, da geht nur das rein. Der Rest geht nach da und wird gereinigt, wenn überhaupt. Aber hier geht's fast nur schmutzige Luft jetzt raus. Da ist wohl nichts anderes drin wie schmutzige Luft. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist auf jeden Fall gut. Ach, guck mal, hier ist jetzt Dingens, das Teil da dran. Jetzt fehlt nur der Strom. Wo soll der Strom... Ah, jetzt passiert auch was. Und da haben wir ja noch einen, ne? Also ist wichtig, dass der auch... irgendwann mal Strom kriegt. Ne, nicht Licht-Overlay, Strom-Overlay, da. Okay, das ist überlastet dann. Hm. Das hier ist ein Erdgasgenerator. Der macht Strom, oder? Ja, hier müssten wir jetzt mal weiterkommen. Ach. Wie kriegen wir das hin mit dem Weiterkommen, ne? Das wird nicht so einfach sein. Wie ist denn hier so der Bauort drauf in der Priorität? Die Tür ist erstmal 1. Wir machen mal die Tür auf 9. 9. Ach so, nee, da müssen wir sie auch noch anklicken, ne? Dann wird die mal gebaut. Weil dann können wir dann dahinter weiterbauen, oder? Hier müssten wir aber erst abschließen, würde ich sagen. Ich glaube, der Baum braucht so viel Platz, ne? Also mal gucken, dass wir das so machen. Wie viel Prio? 5 ist das jetzt, okay. Kann man hier schon ernten, oder was?
Weiß ich nicht. Glaube nicht, ne? Der ist aber auf jeden Fall schon gewachsen. Hier wird Sauerstoff, Luftreiniger gemacht. Ja, es tritt sehr stark, aber die Überlastung ist halt zu groß. Er sitzt natürlich direkt vom Loch, weil er wahrscheinlich die schmutzige Luft als einziges kriegt, ne? Erdgas ist hier drin, toll, oder? Da müsste aber nicht Erdgas drin sein, sondern verschmutzte Luft. Aber das ist doch hier verschmutzte Luft ausgewählt, oder? Verschmutzter Sauerstoff? Ne, ich brauche den Gasfilter, da ist er. Ja, verschmutzter Sauerstoff soll da rein. Stellt sich die Frage, warum da was anderes drin ist, ne? Schwierig. Sehr schwierig. Er ist natürlich hier, der Erdgas geht ohne Ende, ne? Und das geht auch durch alle Mauern, weil wir das auch nicht wahrscheinlich wegholen, deswegen. Wie ist denn mit ihm hier? Alt, eingeengt und mürrisch. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm und er ist ja auch alt. Der stirbt bald. Guck mal, dass wir den dann nochmal ans Laufen in Anführungsstrichen kriegen, ne? Hungrig ist er auch. Gibt keinen verschmutzten Sauerstoff da mehr. Aber den holen wir doch hier rein und pusten den da rein, oder? Schon komisch. Wo kommt das Wasser hier weg? Jetzt kommt er. Mal gucken, ob er da was macht. Er geht da hoch. Ne, er geht woanders hin. Geht zum Pufflet. Zum Pufft. Und dann wird er gepflegt, okay. Also er ist jetzt... Also er stirbt sowieso vorher, ne? Weil er alt ist. Bauauftrag. Haben wir sowas denn überhaupt? Also Fertigkeiten ist klar. Ach, da können auch Punkte vergeben, ja. Die Herzchen und... Warte mal, erstmal ihn hier. Der ist ausgeglichen. Der ist ausgeglichen. Und der kann sogar noch was dazu bekommen. Aber jetzt ist er nicht wirklich wo... Bau ist da oben. Hat das einer? Ne, bauen hat keiner. Hier ist nicht an, da ist nicht an, da ist nicht an. Kann der hier bauen? Na, das kann er ja gerade nicht, ne? Haben wir Grillen? Koch haben wir, der ist ja hier. So, eigentlich sollten wir verbesserte Tragfähigkeit machen, ne? Oder Bedienung? Vielleicht auch das. Generatorfeinabstimmung. Ist vielleicht nicht schlecht, oder? Die anderen beiden nicht, weil dann werden die mit der Moral nicht klarkommen. Was haben wir denn hier? Höchster Stress. Harold hat Stress.
Ja, Tier verhungert, das ist klar. Oh. Aber da kommt ja verschmutzte Luft rein, der kommt da jetzt ja dran. Ne? Ja, der ist nur hungrig, hat aber gerade verhungert nicht mehr, weil er jetzt ne, die Luft kriegt. Ja, das wird jetzt aufhören dann. Ja, das wird dauern, bis der fertig ist hier, ne? Wegen kein Strom. %40 ist ja schon mal was. Okay, jetzt kommen da zwei. Was machen die? Ja, einer macht die Tür. Das ist schon mal gut. Aber er geht lieber essen. Und er tut schon wieder pflegen, ja, das ist doch viel zu viel, oder? Hungrig kann er doch bald schon gar nicht sein. Er kann jetzt essen, wie er will, da. Immer noch 40, okay. Wir müssen hier mal den Ausschaltbefehl wegmachen. Er geht dann nochmal pflegen. Da unten kommt einer bestimmt wieder zum Bauen. Ja. Die Tür kriegen wir bestimmt noch fertig. Leider nicht. Aber er hat sich hier Sauerstoff geholt. Interessant. Okay, das ist schwierig hier unten, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir dieses hier überhaupt... Ich glaube, die Tür können wir erstmal offen lassen. Weil, das hilft uns da nicht weiter, dass der Raum zu ist. Prio. Ist 1. Mach die Prio ruhig mal auf 9 gerade. Und da wird jetzt, denke ich, die Tür weitergemacht, oder? Ne, da wird jetzt sogar Material erst geholt. Wie ist denn hier mit Sauerstoff? Schlecht, ne? Oder? Ja. Der Kleine, die Schleuse, die ist gut. Dahinter ist nur Gas, ist klar. Macht einer die Tür mal auf, damit das da schneller geht. Ja. Da kriegen wir die Schleuse auch. Dann machen wir dahinter den Bauauftrag. Ne, den brechen wir gerade ab. Mach mal so erst. Aber darunter. Habe ich da einen Bauauftrag gemacht? Nein, gut. Schon Sorgen. Aber hier können wir auf 9 mal gerade den machen. Der geht da ja hin, obwohl die Kiste da steht. So, die Tür ist auf, das ist schon mal gut. Kommen Sie schneller dahin. Hier ist überall schlecht mit Dingens. Ja, der stirbt gleich so oder so. Das Ei ist bei 43%. Okay, das wird schon werden. Da müssen wir den Raum nur größer machen, ne? Ist hier irgendwo keimmäßig was? Ich glaube nicht. Genau, dann können wir da definitiv ja auch das mal angehen.
und den Raum dann größer machen, ne? Hier muss definitiv mal eine Schleuse hin, obwohl die Schleuse muss da ja gar nicht hin. Warte mal, nochmal Abbruch und jetzt weg. Und dann machen wir dann eine normale Schleuse hin. Diese hier, die reicht ja. Immer noch 43, aber jetzt ist gerade kein Strom da. Ja, das geht schon, ne? Sagen wir mal so. Ist nicht toll, aber es geht. Wir müssen gucken, dass wir vorankommen. Wie ist mit Essen? 20.000, das ist gut. Wir müssen schauen, dass wir hier... Na, guck mal, die Aufträge werden auch nicht gemacht, aber die sind auch wahrscheinlich nicht groß angedacht. Ich glaube, das können wir abreißen. Da gibt es ja kein Dingens mehr, glaube ich. Ja, wir haben hier viele Türen, die offen sind, die zu sind, die wir vielleicht nicht zu haben müssten, ne? Müssen wir mal gucken. Diese Tür ist ja jetzt nur dafür da, dass der Pufft da eingesperrt wurde, ne? Macht auch Sinn, klar. So, jetzt müssen wir mal ganz genau überlegen, was wir hier machen. Oh, guck mal, da kommt ein Hilfspaket und da auch noch. Also... Keine Grabenaufträge nicht durchführen. Keimresistenz erhöht Stärke, Kreativität und Bauen. Ich glaube, wir sollten diese Person schon mal vielleicht überlegen zu nehmen. Kann dekorieren. Ich glaube, wir nehmen diese Person da rein. Kann zwar nicht graben, das ist aber egal, aber wir können hier bauen, dekorieren und Versorgung machen. Ich glaube, wir nehmen die mit. Oder den, Ari ist es. Ashkan ist da. Ja, ich glaube schon, das andere... Wir wollen einen mehr haben. So, und Ari muss jetzt noch einen Punkt kriegen. Und da wir niemanden beim Bauen haben, ist Ari jetzt unser Bauarbeiter. Und dann könnte das ja auch besser werden, ne? Hatten wir doch nicht, ne? Oder? Da ist nicht bauen. Niemand kann bauen, er kann bauen. Gut. Dann ist das schon mal gut. Ich hoffe, er hat jetzt nicht dieses Bett genommen. Ne, ich glaube nicht. Harald, Bunny, Ari, da kriegt er das Bett. Alles gut. Ja, die anderen beiden können wir nicht machen wegen Moral, ne? Das ist ausgeglichen. Ah, der würde sogar jetzt gehen. Der Miep, der hat eine gute Moral. Aber ich bin tendenziell da. Wir müssen da erst was mit der Moral insgesamt besser haben, weil der da gerade vielleicht an irgendeinem Raum war oder sowas. Hat das gereicht. Sonst nicht. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, lassen wir es erstmal gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare reinschreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.